Seine Bilder sprechen nicht tausend, sondern Millionen Worte. Seine Bilder sprechen von seiner Liebe und von seiner Leidenschaft, seinem Land Indien. Lernen Sie Raghuraya, einen der gefeiertesten und kritisch mit Beifall bedachten Fotografen von internationalem Ruf, kennen. Ich fing an, in der Mitte der 60er zufällig Fotografien zu machen, und meine frühen Bilder wurden von der London Times angenommen, um als halbseitige Bilder gedruckt zu werden. Wissen Sie, die Samstagsbilder, und sie pflegten ziemlich gut zu zahlen. So wurden sie also in der London Times gedruckt. Halbseitige Bilder waren für mich sehr aufregend, und ich dachte, es sei keine schlechte Idee, und ließ es weiterlaufen. Eine Anzahl von Büchern über Menschen dokumentieren, dass Raghuraya immer noch nicht in Bezug auf sein Hauptthema Indien ermüdet ist. Indien ist groß genug, um damit für den Rest meines Lebens weiterzumachen. Denn sogar nach 35 Jahren in der Fotografie glaube ich, dass es noch so viel zu erforschen gibt. Die Energie hier ist so herausfordernd, es ist nie genug. Dieser Arbeitsinhalt, wenn er mit meinen eigenen Leuten geteilt wird, gibt mir ein gutes Feedback und die wahre Freiheit, ein Inder zu sein und in Indien zu arbeiten. Er ist nicht nur ein berühmter Fotograf, sondern auch ein begeisterter Gärtner, ein Landschaftskünstler und ein hartnäckiger Verfechter der klassischen Musik in Indien. Mein Raum ist von hier zur Unendlichkeit und darüber hinaus. Jedes Mal, wenn ich zu meinem Bauernhof komme, tanze ich über jeden Zoll des Raumes, und der Himmel oben gehört mir, weil ich es lebe und es beobachte. Raghuraya, ein Künstler, eine Legende, ein liebevoller Sohn Indiens, eine wahre indische Legende. Einige Leute leben nur ein sehr kurzes Leben und Jahrzehnte vergehen, aber wir sind nicht imstande, sie aus unserem Gedächtnis zu löschen. Amrita Shergill war eine von ihnen. Zur Zeit ihres Todes war sie gerade 29. Dennoch geht ihr Einfluss auf die indische Kunst über mehr als 29 Jahre hinaus. Als Tochter von Umrao Singh Shergill und einer ungarischen Mutter studierte Amrita in Paris. Mit fast 20 Jahren gewann Amrita eine Goldmedaille im Grand Salon für ihr Gemälde Junge Mädchen. Aber nichts konnte Amrita in Paris halten. Sie sehnte sich, in Indien zu sein, und begann, ihre Palette mit vibrierenden indischen Farben zu bereichern. Zurückkommen nach Indien im Dezember 1934 gründete Amrita ihr Studio in Shimla. Sie malte viel. Die Landarbeiter, die jungen Mädchen, das wirkliche Indien wurden ihre Themen. Die Energie und die Ungezwungenheit, die in ihrer Arbeit so offensichtlich sind, waren durchaus etwas Neues in Indien. Sie war eine Hauptbeteiligte bei der Entwicklung der modernen indischen Kunst. Die Leidenschaft Amritas für Kunst, ihr Durst, das Rätsel, das Indien war, zu verstehen und es auf ihre Leinwand zu reproduzieren, war auch ein Rennen gegen Zeit. Sie liebte Farben und lebte für sie. Sogar auf ihrem Sterbebett waren sie ihre Begleiter. 29 ist ein junges Alter für einen Künstler, aber Amrita hat jene Jahre mit einer Sehnsucht und einer Leidenschaft erfüllt, welche selten gesehen, aber häufig angestrebt wurden. Ihr Lebenswerk ist ziemlich vollständig und fährt fort, uns sogar heute noch anzuspornen. Amrita Shergill, eine indische Legende, eine Künstlerin von Weltruf. Seine Filme sind als Klassiker bekannt geworden und ihm wird Kultstatus zugesprochen. Er war ein Genie und sein Leben ein Rätsel genannt. Gurudatt und seine Filme fordern die Kategorisierung heraus.
Nach dem Erlernen des Tanzes unter Uday Shankar drängt es ihn zum Film nach Bombay. Sein erster Film Bazi kam 1951 heraus und mit ihm der 25-jährige Regisseur Gurudat. Hier war ein Perfektionist, ein Genie, das eine einzigartige Atmosphäre durch seinen Sinn für Musik, die bewegende Einbindung von Liedern mit Texten, die einem nicht mehr aus dem Kopf gingen, intelligenten Dialogen, intensiven Themen und durch den ausgezeichneten Einsatz der Beleuchtung mit Licht- und Farbtüren erzeugte. Seine Filme hatten so eine Intensität und poetische Qualität, dass auch nur ein einzelner Teil seiner Arbeit seinen Schöpfer kennzeichnen könnte. Pyaasa hat Spuren des Übermaßes, aber auch die notwendige Melancholie und zwingt uns, in uns zu gehen. Der Film ist auf hintergründiges Pathos, die wirkliche Bedeutungslosigkeit, den Verrat auf der Welt und den Kampf eines Künstlers eingestellt. Kagas Gefühl war persönlicher als Pyaasa und für einige sogar eindringlicher. Gurudat gab uns nicht nur diese Klassiker, sondern auch Verbrechenskapriolen und immergrüne Komödien. Er machte viele Innovationen, den Gebrauch von Objektiven mit langen Brennweiten von 175 mm für Close-ups, führte Shots und unseren ersten CinemaScope-Film ein. Die vorherrschende Magie seiner Filme bezeugt sogar jetzt, Jahrzehnte nach seinem tragischen Ende, noch die Fähigkeit dieses Genies, der weit vor seiner Zeit lebte und mit seiner Individualität jeden Teil seiner Filme prägte. Gurudat, ein Filmregisseur, Schauspieler, Produzent, der Poesie mit seiner Filme schuf. Ein Genie, das unmöglich zu vergessen ist, eine wahre indische Legende. Wird Indien in Russland oder dem Mittleren Osten und sogar in Afrika erwähnt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der eine oder andere Mera Juta Hai Japani von Shri Chartsubis nennt. Mera Juta Hai Japani, ye Patloon, Englistani, Sar pe Lal Topi, Rusi, phir bhi Dil Hai Hindustani. Die Person, die für diese weit verbreitende Annahme verantwortlich ist, war keine anderes als Raj Kapoor, der mit der Welt der Sprache, des Kinos und der Liebe sprach. Nachdem Raj gerade in einigen Filmen agiert hätte, entschied sich Kapoor, seine eigene Art von Filmen zu machen. Er war kaum 20 Jahre, als er mit der RK-Fahne in Arg begann. Die Filme waren in ihrem Gefühl jung und unangepasst in der Darstellung der Handlung. Der Showman hatte seine Stimme gefunden und Indien hatte seinen Showman gefunden. Er reiste viel, um das indische Kino einem internationalen Publikum näher zu bringen und um gleichzeitig persönliche und professionelle Anerkennung zu gewinnen. Die RK-Fahne wurde der Treffpunkt von vielen jungen, begabten Fachleuten ihrer Zeit. Durch die Jahrzehnte fuhr sie fort, die Künstler auszubilden, welche die Lieblinge der Massen wurden. Jagte raho, jis desh mein Ganga behti hai, mera naam Joker. Viele seiner Filme bewiesen oft, dass er viel mehr als ein Unterhalter oder ein Showman war. Er war ein ernsthafter Künstler. Die lange Reihe seiner Verdienste und die Liebe in vielen Herzen der Menschen in Indien und im Ausland zeigen offensichtlich, dass Raj Kapoor nicht bloß ein Showman war, er war eine wahre indische Legende. Wie oft haben Sie von einer Person gehört, welche die größten nationalen Auszeichnungen ablehnt? Die Antwort darauf würde sehr selten lauten. Der Sitarmeister Ustad Khan Vilayat tat das oft. So war es auch mit dem Titel des Ustadji, die andere prominente Künstler normalerweise ablehnen würden, wie Ustad es vor ihnen getan hätte. Musik war seine einzige Hinterlassenschaft, seine ganze Welt war die Sitar. Bereits im zarten Alter von 12 Jahren begann er, sein Publikum zu hypnotisieren.
Seine Meisterschaft und Beherrschung der sieben Noten sollte den Leuten Laute der Bewunderung entlocken. Als er älter wurde, führte er verschiedene Innovationen ein. Eine davon war die Gaiki-Sitar. Somit kam die sublimierte Sitar dem Laien näher. Das Publikum strömte zu seinen Aufführungen in Indien und Ausland. Seine Musik berührte jeden von ihnen und behielt doch ihre Reinheit. Ustadji lebte für seine Musik und die Innovation, die er entwickeln konnte. Seine neuen Verbesserungen ermöglichen Sitarspielern, 10 oder mehr Noten durch seitliche Ablenkung der Saiten klingen zu lassen. Ustadji war ein Liebling des internationalen Publikums. Einer der wichtigsten Gründe dafür war, dass er der Erste war, der seine Fähigkeit durch musikalische Muster erklärte. Er würde häufig singen, was er spielen würde. Er war fest überzeugt, dass Musik für jeden ist. Er brachte der Welt nicht nur seine Musik, sondern auch die gesamte Spannweite der hinduistischen klassischen Musik näher. Ein musikalisches Genie mit Hingebung zur Musik, eine wahre indische Legende. Sie werden bescheiden, wenn Sie in Pinglwara ankommen und sehen, wie einige von denen, die ohne Behandlung traurig am Straßenrand sterben würden, jetzt ein sauberes Zuhause haben, wo man sich um sie kümmert. Pinglwara ist der Traum von Bhagat Puran Singh, dem Heiligen von Pinglwara. Als ein zum Sikhismus Bekehrter weihte er sein Leben der Hilfe denen von der Gesellschaft ausgestoßen. Den Hunderten von Männern, Frauen und Kindern, die seine liebevolle Anwesenheit in ihrem Leben gespürt haben, ist sein Pinglwara Ashram nicht bloß ein Schutz, sondern auch ein Platz, an dem sie Liebe und Zuneigung erhalten. Mitleid und der Mut, Aufgaben in Angriff zu nehmen, die anderen unmöglich schienen. Sein erstaunlichstes Meisterstück war die Weise, wie er sich um ein Kind kümmerte, das er 1934 verlassen in Lahore fand. Diesen an Polio erkrankten Jungen, den er Pierre nannte, trug er 14 lange Jahre auf seinem Rücken. Das wurde symbolisch für alle alten Behinderten und Kranken, die er auf seinen Schultern trug. 1992, zur Zeit seines Todes, hatte Pinglwara 6 eigensinnige Unterkünfte für die Obdachlosen und den Behinderten. Sein Geist scheint sogar heute noch der motivierende und leitende Faktor in Pinglwara zu sein. Die kleinen Münzen, die er sammelte, brachten einen Schimmer von Hoffnung in das Leben des Hoffnungslosen und Verlassenen von Bhagatji, und er zeigte, dass sogar wenig Geld genug sei, wenn es im Dienst der Menschlichkeit eingesetzt wird. Bhagatji ko apna guru manta hu. Wo ek nek insaan the. Hum unko apne bhagwan mante hain, bhagwan jaise. Apahijon ki seva karte the aur desh ka bhala karte the. Main bada hokar Bhagatji ki tarah banunga. Bhagat Puran Singh, der Messias, der Behinderten, hartnäckiger Umweltschützer, der Heilige von Pinglwara, eine wahre indische Legende. Für einige dauert es Jahre, um eine Technik oder einen Sport zu beherrschen, und einige brauchen in ihrem Eifer gerade ein paar Jahre. Es braucht Mut, Entschlossenheit und Nerven aus Stahl, und Major Trijavardhan Rathor hat dies alles und mehr. Ich habe mir immer gesagt, ich trete nicht an, um extra Punkte dafür zu erhalten, dass ich ein Spätstarter bin. Die Tatsache ist, wenn Sie aus der Konkurrenz herausfallen, haben Sie nur 4 Jahre trainiert oder haben Sie weitere 4 Jahre gewonnen. Dies ist meinem Entschluss hinzufügen, und in zusätzlichen Stunden und Anstrengungen umzusetzen, ist für mich keine Entschuldigung, nicht dazu in der Lage zu sein, es zu tun. Sein Aufstieg war kometenhaft. Nach gerade 6 Jahren im Sport wird Major Rathor als einer der besten Schützen in der Welt betrachtet. Der konzentrierte Scharfschütze Major Rathor erhielt die erste Silbermedaille für Indien bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen.
Ich werde gefragt, wie ich als Silbermedaillengewinner fühle. Ich fühle mich nicht besonders groß, dass ich der erste Gewinner bin, aber ich fühle mich groß, ein Silbermedaillenträger zu sein. Als Familienmensch hat er alles daran gesetzt, einschließlich seiner Karriere in der Armee. Die Familie unterstützte ihn von ganzem Herzen und heute hat sich ihr Einsatz ausgezahlt. Die Armee ist zweifellos unterstützend gewesen, aber ich muss sagen, dass eine Menge Unterstützung von der Familie aufgebracht wird. Weiterzumachen, nicht unterzugehen, zu motivieren, wenn sie unten sind und die meiste Zeit ist ein Athlet wirklich unten. Indien ist stolz auf seinen Helden und das Land hilft ihm, sein Bestes zu geben. Es bedarf einen Killerinstinkt, eingebettet in ein wenig Entschlossenheit, ergänzt durch Selbstmotivation und Selbstdisziplin, um festzustellen, ob wir dieselben sind wie jeder andere sonst auch. Wir können Medaillen gewinnen und wir sind historisch gesehen ein großes Land. Also, was macht uns in irgendeiner Weise schwach im Sport? Major Rathore, ein bescheidener Sohn, der sein Land stolz gemacht hat, eine wahre indische Legende. Er ist einer der wenigen Menschen, die wissen, dass wenn ein Tiger furchtlos und unbedroht aufwächst, unser Erbe für zukünftige Generationen erhalten wird. Lernen Sie Valmik Thapar kennen, eine Autorität auf dem Gebiet der Erhaltung der Tiger, ein Wildnisfotograf, der Tigermann von Indien. Den Tiger zu schützen bedeutet auch, den Wald, jeden lebenden Organismus und das Wasser zu schützen. 600 Flüsse entspringen in den Wäldern Indiens, also wenn Sie ihn schützen, schützen Sie außerdem die Wasserversorgung der Nation. Vor fast 30 Jahren besuchte ich einen der schönsten Plätze der Welt, den Ranthambore Nationalpark, und seit damals ist es eine Herausforderung gewesen, jedes kleine Detail des Tigers zu notieren und zu dokumentieren. Er verfolgt diese Leidenschaft seit 28 Jahren und hat die Berechtigung des Tigers in den Büchern, Filmen, Gesprächen, Artikeln und Fotografien unterstützt. Meine Präferenz ist das schriftliche Wort, weil ich die Details viel besser ausdrücken kann. Obwohl Tiger sehr groß sind, kann es schwierig sein, sie zu finden, aber dank dem Projekt Tiger sind sie weniger ausweichend geworden. Als ich zuerst nach Ranthambore ging, konnte es einen Monat dauern, um einen Tiger zu sehen. Jetzt, wenn Sie nach Ranthambore gehen, können Sie den Nationalpark betreten und in einer halben Stunde finden Sie den Tiger. Es hat einige außerordentliche Entdeckungen über das Leben der Tiger gebracht. Die Familien wirkten auf den männlichen Tiger ein. Der männliche Tiger war der Vater der Kleinen und teilt Nahrung mit den Jungen und kümmert um sie. Der frühere Glaube um den männlichen Tiger war, dass er die Jungen tötet. 1989 gründete er die Ranthambore Foundation. Mein ursprüngliches Ziel der Ranthambore Foundation war, einen Katalysator zu schaffen, um die Gemeinschaften, die rund um den Park leben, zu harmonisieren. Ihm wird gut geschrieben, die Tiger fast eigenhändig vor dem Aussterben zu schützen. Ich bin sehr glücklich, dass ich einen kleinen Teil im großen Prozess des Schutzes des Tigers beitragen könnte. Valmik Thapar, ein engagierter Naturschützer, der Tigermann von Indien, eine wahre indische Legende. Im Alter von 20 war er der erste Inder, der die kommerzielle Pilotenlizenz erhielt. Mit dem Erstflug des begeisterten Fliegers am 15. Oktober 1932 von Karachi nach Bombay begann die Zivilluftfahrt auf dem Subkontinent. Ein wenig später gründete er die Tata Airlines, die später in Air India umbenannt wurde. Er wiederholte seinen Erstflug im Alter von 78 Jahren und war außerdem ein Ehrenluftvizemarschall der indischen Luftwaffe. Das Fliegen ist von allem die größte Freude in meinem Leben gewesen.
Malta von 34 Jahren wurde J.R. Dittata der Kopf des Tata-Imperiums. Dank seines Genies wurde es bald Indiens führendes industrielles Unternehmen. Es ist wirklich aufregend für mich, Gelegenheit wachsen zu sehen, dass neue Betriebe und Angestellte bei der Schöpfung neuer Werte engagieren. Die Sektoren, die durch die Tata-Gruppe abgedeckt wurden, aufzuzählen, würde bedeuten, ein Verzeichnis aufzustellen, welches die gesamte moderne Wirtschaft Indiens umfasst. Der Familienname wurde zum besten Synonym, das die indische Industrie anbieten konnte. J.R. Dittata war einer dieser seltenen Geschäftsleute, welche die Welt des Geschäftes überschritten, weil der Gegenstand ihres Lebens nicht Geld verdient, sondern Industrien errichten sein sollte. Die natürliche Form des Glücks ist, wenn die Leute glauben, dass sie anderen Glück gebracht haben und dass sie nützlich gewesen sind. Er nahm die Rolle eines Bürgers sehr ernst und versagte nie, wenn es darum ging, dem Land seinen Dienst zu erweisen. Er baute Vertrauen auf, indem er die einzige Wohnung, die er besaß, verkaufte und wohnte in einer Mietwohnung für über 50 Jahre. Er finanzierte das erste Krebskrankenhaus von Indien, das National Center for Performing Arts, Family Planning Foundation of India and the Tata Institute for Fundamental Research, die Wiege unseres Atomenergieprogramms. Indian Air JRD mit dem Bharat Ratna, und er wird in unserem Kollektivgedächtnis als einer der Erbauer des modernen Indiens erhalten bleiben. J.R. Dittata, industrieller Flieger, Menschenfreund, unsere wahre indische Legende. Der Gründervater des indischen Romans auf Englisch feierte fast ein Jahrhundert der Kreativität. Mulk Raja Anand war nicht nur ein Zeuge des turbulenten 20. Jahrhunderts, er nahm an dieser Geschichte auch teil. Ich schloss mich einer Terrorgruppe an, ohne eine Bombe bauen zu können. Im spanischen Bürgerkrieg kämpften wir uns mit Virginia Woolf, A.M. Foster und George Orwell befreundet. Ich erhielt 500 Rupien von meinem Vater, dann ging ich nach Bombay, nahm ein Boot, das Victoria genannt wurde, und ging nach London. In den unruhigen 20er Jahren war ich in London. Seine literarische Reise begann 1935 in England mit der Publikation von Untouchable. Er folgte seinem fiktiven Beutezug mit 2 Dutzend Romanen und 10 Sammlungen von Kurzgeschichten und Autobiografien. Ich schrieb ein Buch, das als Outcast bekannt ist. Wes Edwards sagte, dieses ist kein Thema zu schreiben, man könnte nur lachen. Dieses beeinflusste mich eher schlecht. Er erklärte mir, Sohn, geh mit Gandhi zurück nach Indien. Gandhi führt den Kampf für Freiheit für Indien mit der Freiheit für die Unberührbaren. Fight for freedom for India, with the struggle for freedom of the untouchable. Was seine Kreativität ausmacht, ist der unbegrenzte Realismus in seinem einzigartigen Schreiben. Roman für Roman feierte er das Thema Lied der Liebe. Mit Disziplin fuhr er fort, seine wachsen Stunden in der Art zu nutzen, so dass er uns einen literarischen Schatz gab. Er gründete der Markt, eine literarische Zeitschrift, die Indian People Theatre Association und die Progressive Writers Association. Ihm wurde das Padam Bhushan 1968 zugesprochen und er hatte die seltene Auszeichnung, eine Gefährte Sahitya Kalas und Lalit Kalas an der Akademie zu sein. Mulk Raja Anand, Künstler und Schriftsteller par excellence, eine wahre indische Legende. Die wirklich neue Technologie liefert eine neue Freiheit. Vikram Ambalal Sarabhai, der Vater des indischen Raumprogramms, war ein bemerkenswerter kosmischer Strahlen- und Weltraumwissenschaftler, der das enorme Potenzial der Wissenschaft und der Technologie sah, um ein modernes Indien zu schaffen. Es ist unser konstantes Bemühen, in den kommenden Jahren eine friedliche Nutzung des Weltraums für die realen Probleme dieser Nation zu gewährleisten. Wenn Sie sehen möchten, haben einige unserer besten Leute eine Vorstellung von der quantitativ reichen Erfahrung, selbst wenn sie in den Dörfern ist. Dann können wir diese neue Techniken verwenden, um diese Informationslücken zu schließen. Als führender Pionier des Weltraumprogramms Indiens erweiterte er die indische Weltraumforschungsorganisation, beaufsichtigte 1975
India's Aston satellite in Aryabhata und leitete das Satellite Instruction Television Experiment. In der Lage zu sein, sich mit eigenen Mitteln verteidigen zu können, war ein extrem wichtiges Element im Aufbau unserer nationalen Identität. Er war ein leidenschaftlicher Visionär. Wissenschaft war für ihn eine Leidenschaft und ein nützliches Werkzeug, um soziale, ökonomische und pädagogische Veränderungen in Indien zu schaffen, die ihn, den Großen und sein Volk glücklich machen. Wenn wir wirklich zu einer sinnvollen Anwendung der Wissenschaft und der Technologie kommen, glaube ich, dass es eine sehr breite Verbreitung von Erkenntnissen in diesem Land und die einzigen Namen gibt, die wirklich eine nationale Identität und eine nationale Entwicklung herstellen. Er war ein Träumer, ein Schöpfer und ein Pionier. Er war ein Renaissance-Mensch mit Interesse an Musik, Malerei und Architektur. Er initiierte einige Institutionen. Diese Institutionen zeugen von den Beiträgen eines Wissenschaftlers, Verwalters und Industriellen, eines wahren Bewunderers von Kunst und Kultur und vor allem menschlichem tief betroffen über seinen Mitmenschen. Dr. Sarabhai, ein einzigartiges Individuum, eine wahre indische Legende. Wie die Kugel hinter dem Kopf des Batsmans pfeifen würde, diese Art des Sissens können nur diejenigen hören, die der Erzeugung dieser Geschwindigkeit gegenüber gestanden haben. Dass Indien nach einer langen Zeit wieder einen Bowler hätte, der zum Erzeugen dieser beunruhigenden Geschwindigkeit fähig ist, der Bowler war Kapil Dev, der indische Cricketspieler des Jahrhunderts. Notwendigkeit der Stunde erforderte es, ein wenig schnell zu bowlen. Wir planten es nicht, es geschah einfach und es geschah so schön. Kapil Dev gab sein erstes Klassendebüt im November 1975 im Alter von 17 Jahren. In allen seinen Jahren im First-Class-Cricket war er ein Muster an Beständigkeit. Wir waren in dieser Weise konkurrenzfähiger und das half mir, nicht aufzugeben und die gute Herausforderung anzunehmen. Mein Job war es, Wickets zu nehmen und das war der Schlüssel meines Crickets. Als großer positiver Kapitän führte er uns gegen allen Chancen zum Weltcup-Sieg in 1983. Den Weltcup zu gewinnen war das Erfreulichste und ist in meinem Verstand noch sehr frisch. Ich denke, dass wir gut spielten. Wir spielten wie eine Mannschaft und die Kugel rollte in Richtung zu uns. Kapil Dev tat, was wenige indische Cricketspieler überhaupt in der Lage gewesen wären zu tun, schnell bowlen und Wickets mit dem Handvoll zu nehmen. Ich begann meine Karriere als Bowler. Es war Glück auf meiner Seite, dass ich auch Batsman wurde. 5000 Pluspunkte im Testcricket zu erhalten, war eine Prämie für mich und ich war am Ende des Tages glücklich. Als Batsman, Bowler und Kapitän, die er war, ließ er sich weder durch seine Gegner noch durch seine Situation einschüchtern. Wenn sie Erfolg haben wollen, ist es unwichtig, ob sie entschlossen in einem Dorf leben. Was mich betrifft, liebe ich meine Heimat. Kapil Dev, Sieger als Kapitän, ein vielseitiger Sportler, eine wahre indische Legende.